Für günstige FIFA-Points und PSN-Karten checkt gerne meinen Sponsor IGPOLT aus. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr noch mit dem Rabattcode FIFAGAMING 6% sparen. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Elfmeterschießen, Leute, in FIFA 20. Gegen meinen Bruder? Genau. Wer läuft, Schmarrn? Alles klar, Leute. Heute Man U gegen Liverpool. Heute findet das Spiel statt in der Premier League. Manchester United gegen Liverpool. Ihr könnt mal reinschreiben, was denkt ihr, wer gewinnt. Hashtag Man U, Hashtag Liverpool. Ab in die Kommentare, Leute. Ich bin mal gespannt. Schreibt gerne rein, was ihr noch so für Partien sehen wollt. Ja, wer soll noch gegeneinander antreten und so weiter? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Falls ihr nicht abonniert habt, wie immer gerne kostenlos abonnieren. Glock aktivieren, täglich einschalten. Macht die 3 Milliarden Likes klar. Ihr wisst Bescheid, Leute. Checkt auch noch gerne den Shop aus. Nice Designs in schwarz und weiß als T-Shirts. Prober in orange, rot, grün und blau, ja, in den vier Camouflage-Farben gibt es das Ganze. Andere Sachen noch, Kissen, Tassen, Turmbeutel, die nice LED-Lampe haben wir noch am Start. Handyhüllen gibt es ebenfalls in orange, blau, rot und grün. Und gratis Autogrammkarte gibt es auch zu eurer Bestellung dazu, Leute. Wir machen Elferschießen, wie immer. Das heißt, es gibt natürlich auch die Bestrafung, Leute, mit der Software. Ihr wisst es ja, ne? Du hast die Strähne, Alter. Ja? Wie viel hast du gewonnen? Keine Ahnung. Alle, oder? 20 Mal oder so hat er in Folge gewonnen. Ich habe noch kein FIFA 20 Elferschießen gewonnen. Das heißt, ich habe jedes Mal die Bestrafung bekommen. Heute wird Zeit. Zeit, Mann. Leute. Ich fieber sogar. Mit. Sogar er fiebert, dass ich mal gewinne, Leute. Was denkt ihr? Werde ich heute gewinnen? Hashtag ja, Hashtag nein. Ab in die Kommentare. Ich verliere wieder. Wie immer, für die verschossenen Schüsse gibt es die Bestrafung. Ja, das heißt, wenn er jetzt 4-2 gewinnt, habe ich 3 verschossene und kriege da 3 Schüsse dann. Andersrum kriegt er die Schüsse. Heute wird es endlich mal Zeit, hoffentlich, dass er die Schüsse bekommt. Dann würde ich sagen, let's go. Wir wählen unsere Schützen aus und wir schauen mal. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, Martial hat einfach 81 Elfmeter. Das Fabinho ist, 91. Ja, Fabinho, ich check's nicht. Ich habe gefühlt, ohne Witz, ich habe Fabinho noch nie in Elferschießen sehen eigentlich. Also ich verfolge jetzt nicht jedes Liverpool-Spiel, aber den Gefühl noch nie in Elferschießen sehen. Deswegen, aber guck mal, bei mir haben alle über 70, bei dir auch. Naja. Boah, scheiße, Alter. Liverpool hat auch gute Elfer. Firmino schießt bei mir schön erstmal zuerst, weißt du ja, Bescheid. Bei mir schießt Pogba als drittes auch. Der beste Schütze immer bei uns als drittes, ihr wisst es ja. Und sonst, wir haben schon ein paar rote Karten. De Gea hat 29, Alisson hat 23. Also da, wenn es auf die Torhüter geht, bin ich auf jeden Fall. Aber du hast, dein gesamtes Team hat auf jeden Fall ungefähr den besseren Wert. Ich achte eigentlich immer mehr, ein bisschen mehr auf Abschluss, weil 11 Meter ist ja eh, Digga. 87 Abschluss, ja, nee. 87 Abschluss, 66 hat Fabinho nur, dafür hat der halt hohen Elfer, aber der Rest hat halt mega Abschluss. Oder? Aber gut, bei mir, naja, ich habe halt Pogba, ne, der den komischsten Elfmeter aller Zeiten hat, der lenkt sogar mich ab, also den Schützen lenkt der, glaube ich, mehr ab als den Torhüter. Ganz, ganz komisch. Nur ein paar Spieler haben wir, nur Neymar, ja, Pogba, vielleicht so 5 bis 10. 5 bis 10 Spieler in ganz FIFA haben einen eigenen Anlauf. Okay. Dann, ich weiß gar nicht, ob Bale hat einen eigenen Freistoß, aber bei einem Elfer weiß ich nicht. Aber ich denke mal, müssen wir auch nochmal bald mitmachen. So, dann würde ich sagen, starten wir. Also insgesamt hast du die besseren Schützen, würde ich einfach mal sagen. Du hast alles 70, ich zwar auch, aber du hast 91er, obwohl ich habe 280er. Aber du hast höhere 70er Spiele. Keine Ahnung. Relativ ausgeglichen. Vielleicht hat er ganz, einen ganz kleinen Vorteil. Ab geht's. Ich fange an, ne? Mit Rashford, Alter. Mit Rashford, ja. Vor dem habe ich Angst, ey. Rashford hat eigentlich gute Elfer, muss man sagen, ey. Rashford... Sehr gut, Elfer. Mega Elfer. Okay, dann schauen wir nochmal. Alter, ich weiß nicht, wo ich hinballern soll. Let's go, Rushy. Ah, oh, Mann. Da war ich aber da. Ich kann das nicht. Ey, ich kann, wenn ich nach rechts gucke, ne? Also erst nach rechts ziehen und dann nach links kann ich, aber ich kann nicht andersrum. Wenn ich nach links wie gerade und dann nach rechts, verkacke ich jedes Mal die Elfer. Jetzt kommt Firmino. Ich zieh mal zu weit. Holt jetzt einen rein. Scheiße, Alter. Ich kann das nur so rum, Alter. In die Richtung geht das irgendwie nicht bei mir. Da muss ich noch üben, ey. Scheiße, aber die Elfer werden langsam bei mir auch besser, muss ich sagen. Das einzig Positive, dass ich mal ein bisschen die Elfer verbessert habe, aber es sind immer noch schlecht. Ah, Mann, ich. Warum bleib ich nicht einfach stehen? Ich hab aber nach links gezielt. Keine Ahnung, warum der nicht mehr zu schießt. Ich glaube, das ist Firminos Ding so. Ja, Firmino, Digga, juckt's nicht. Okay, Martial hat guten Elfer. 81 Elfer hat Martial. Saftige Angelegenheit. Also, an mir kann es diesmal nicht liegen. Ich glaube auch, natürlich, je besser die Elfer sind, desto weiter kann man auch nach außen ziehen und die treffen trotzdem noch das Tor zum Beispiel. Aber gut, wenn man zu weit nach außen zielt, aber noch verkackt. Was ist das für eine Werbung gerade? Cola. Coca-Cola. Will mich wieder ablenken, merkt ihr das? Coca-Cola, weißt du? Man kann auch. Oh Mann, ich hab extra gesehen. Ich dachte, du springst jetzt safe nach links, weil ich eben gesagt habe, ich kann nicht in diese Richtung, Alter. Scheiße. Ja, das war schön, weißt du? Hab mich schön in der Mühle. Schön forscht, du kleiner arroganten Pisse. Salah, ey. Wenn du einen arroganten Pisse bist, oh, dann wohl. Habt ihr gerade gesehen, Man United Official App? Holt euch alle die Man U App, Leute. Let's go, Digga. Let's go. Okay, Salah gegen De Gea. Ich muss jetzt mal einhalten, Alter. Sonst wird's Krise für mich. Komm, De Gea.
Nein, Herr Stehhoff! Oh, ho, 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 ho. Oh Mann. Der war auch wieder in der Mitte, obwohl ich komplett nach links gezielt habe. Scheiße, Alter. Aber okay, der war links in der Mitte. Kann man nichts gegen sagen. Ich jetzt. Will nichts sagen, ne? Aber wenn ich jetzt verkacke und du triffst, hast schon gewonnen. Das wäre so peinlich, ey. Und jetzt habe ich auch noch Pogba, Alter, der mich... Ich zum Beispiel, man kann auch nicht mehr beim Elfer abstoppen. Ne? Früher mit LT hat der einmal abgestoppt. Das war voll krass bei Neymar. Neymar konnte so richtig, richtig ekelhaft abstoppen. Das war richtig geil, Mann, ey. Neymar hat selber in seinem Anlauf früher mal abgestoppt. Na gut, okay, Paul. Oh nein, ich habe viel zu doll gezogen, glaube ich. Aber wann guckt der rüber, wenn ich jetzt... Wann guckt der rüber, ist die Frage. Ja, ich hab extra, der hat die ganze Zeit rüber geguckt, hast du gesehen? Ja. Jedes Mal, ich habe immer nach rechts, nach links geguckt, deswegen, ich habe noch richtig, boah, das war knapp, aber... Aber der Anlauf, der verwirrt mega krass. Aber, ja, das stimmt, der verwirrt mega krass, aber man kann richtig geil sich Zeit lassen mit dem Rübergucken, das ist übertrieben geil gerade. Das ist mega gut. Hab ich richtig gefeiert, Mann. Das man ist kann, mega gut. Ihr habt es ja immer gesehen, wenn man in die Spur mal zurück, der hat immer so ein kleines Stückchen nach links und rechts geguckt. Mega geil bei dem Mann. Bei mir hat der die ganze Zeit, also ich habe das so aufgenommen, als hätte er die ganze Zeit nach links geguckt. Nee, ich habe nach rechts, dann nach links und dann kurz vorher habe ich nach links geguckt und dann nach rechts gezogen. Das war richtig geil, man hat richtig lange Zeit, Alter. Das ist ein Vorteil. Auch wenn das irgendwie ablenkt, aber es ist ein Vorteil. Hast du er hat selber geschossen. Oh, er hat selber. Ey, warum? Warum warte ich überhaupt noch auf der dich? Der knallt den vor fast in den Winkel, ey. Alter. Selber schuld, weißt du? Ja, selber schuld. Klein Pisser, ist mir weißt du, er redet die ganze Zeit, damit ich dann ist irgendwann mir auch schon den mal passiert. Selber ey, habe. Ist mir auch schon mal passiert. Ekelhaft. Ist mir auch schon mal passiert, ey. Lingard, Alter, wo hängen die Stutzen bei dem fast nicht an, ey. Wie bei Dybala, ey. Dybala hat noch weiter unten. Und Memphis Depay, Digga, der hat gefühlt immer runtergezogen wie sonst was. Okay, Alter, ich darf jetzt nicht denselben Fehler machen. Komm! Nein! Oh, Alisson! Hat er übergegriffen, wie Oliver Kahn sagen würde. Wie hält der denn? Der war richtig geil gelupft, ey. Ich habe eigentlich nach links gezielt im Endeffekt, aber hat er wieder nicht gemacht. Ah, toll, Alter, scheiße. Warum geht bei mir die Luft von hier rein, ey? Mané kann jetzt den Deckel hier komplett zumachen. Echt, was? Ja, stimmt. Ja, okay, wieder ein Vorteil für mich, kriege ich einen Schuss weniger, kriege ich nur drei, weil ich schieße wahrscheinlich gleich nochmal vorbei. Also von daher, wenn du jetzt sicher machst, kriege ich nur drei Schüsse anstatt vier. Na gut, ich verliere wie immer verliere ich, obwohl wir halten das Ding jetzt. Komm. Nein, ja, ich hab doch... Mein Gott, warum springst du nach links? Ich hab doch noch vorher nach rechts geguckt. Let's go, Alter. Ey. Oh ne, jetzt verschieße ich bestimmt wieder. Jetzt, dann krieg ich wieder einen Schuss mehr, Alter. Das kann doch wieder nicht wahr sein, ey. Safe nicht, safe, du gewinnst das noch. Nee, Digga. Ey, wenn ich jetzt wieder verkacke, krieg ich wieder unnötig einen Schuss mehr. Wenn du im Endeffekt jetzt gleich wieder triffst, dann hättest du direkt klar machen können, ey. Scheiße, Alter. Pereira hat, glaube ich, 72 oder so. Ist gar nicht so verkehrt. Okay, Pereira, komm, hau das Ding rein. Komm. Ja! Mann, Digga. Ich habe eigentlich voll nach links gezogen. Ich habe Glück gehabt, dass der so schlecht in die Mitte geschossen hat. Okay, du kannst entscheiden. Ey, warum jetzt, Mann? Ich treffe doch eh nicht. Wen hast du? Wijnaldum, Baldum. Alter, du kannst die Entscheidung bringen. Ist die Frage, ob er es jetzt wieder mit dem Lupfer macht, ob ich in der Mitte stehen bleiben soll. Beim Lupfer. Ich versuche ein bisschen dazu. Oder er bleibt diesmal nicht, oder er macht diesmal keinen Lupfer, weil er safe machen will. Das ist die große Frage. Ja, aber guck, er ist voll konzentriert. Er macht einen Lupfer. Nein! Jo! Oh mein Gott, Wijnaldum! Wijnaldum! Ja, hey, guck mal, was er macht! Was soll ich machen? Wijnaldum! Ich hätte springen dürfen! Ich glaube, ich hätte nicht springen dürfen, ne? Ey, ich war ja schon in der Ecke, guck mal! Oh, warum springen? Boah, der wollte gerade den Neuer machen mit dem Fuß! Warum hab ich den. Oh! Ich hätte nur stehen bleiben müssen. Ey, Wijnaldum, das war gerade der größte Struggle, den ich je hatte, wirklich! Ich hätte nur stehen bleiben müssen, Leute! Dann hätte den, glaube ich, gehalten, ey! Oh, nee, du hättest noch nach rechts gehen müssen. Ja, ich hätte nach links und dann hätte ich weiter von da springen können, aber ich glaube, wenn Nein, du hättest stehen bleiben müssen und nach rechts gehen müssen, sonst hätte er den nicht gehalten. Ja, sonst hätte er den Alisson gemacht, sich so komisch hingelegt und der wäre trotzdem noch hängen. Den hätte haben müssen. Okay, ich habe drei verschossen, den letzten habe ich ja reingemacht. Schöner, saftiger Lupfer. Mal wieder verliere ich, Leute. Drei Schüsse gibt's. Ja, wo willst du den ballern? Such dir aus. Ah, warte, ich muss Facecam. Ich hab Knarren. Facecam groß machen, weißt du? Bisschen heller einstellen. Wow. Beim letzten Mal war relativ dunkel. Von daher machen wir mal ein bisschen heller noch hier. So. Okay, dann wo willst du hinschießen? Drei Schüsse hast du? Such dir gut aus. Ja, der war schön. Such dir gut aus, ey. Du hast schon überall hingeballert. Es gibt keine Stelle mehr. Oberschenkel hast du schon gemacht? Weiß Backen. Sahan, ey. Ich weiß es ja selber. Oberschenkel machen? Ich weiß nicht, ob er es schon mal gemacht hat. Wie viele Schüsse kriegst du denn? Drei. Aber wir hatten nur hinten gemacht, mach vorne. Mach vorne, oder? Haben wir vorne schon gemacht? Vorne haben wir auch schon gemacht. Ja, dann mach nochmal. Oder ist mir egal, ist das schön. Zieh mal Taschen raus. Zieh mal. Ey, Scheiße, der hat mich durchschaut. Der hat mich durchschaut, der kleine Pisser. Okay. Ich dreh mich aber so, Alter. Ich hab den Oberschenkel beim letzten Mal auch gut gezogen, Alter. Geh raus. Okay, der erste kommt. Ja, mach. Let's. Oh, Junge. Oh.
Ey, die Waffe hatte eine Verzögerung gerade. Ja, ich dachte, du hast das extra gemacht. Nein, ich die Waffe hatte eine Verzögerung. Ich hab gesehen, der hat voll fest draufgedrückt, nichts passiert, ey. Und dann kam auf einmal, Scheiße, Ladehemmung, ey. Nee, Ladehemmung ist nicht, ey. Das ist Schusshemmung. Boah, das ist ey, der Teil übertrieben, jetzt ohne Witz. Sicher? Ja, Mann. Ohne Scheiße. Wir haben ja hinten auch gemacht, hinten war nicht so schlimm. Willst du dann danach noch einen auf den Rücken kriegen? Ja, mach du das auch so. Okay. Du hast 3 Schüsse. Raus, zweiter Schuss, sieht man das überhaupt gut? Ja, sieht man. Das ist wieder so ein bisschen. Ja, weil das so schwarze Farben sind, aber egal, mach. Komm! Ah, Junge, ohne Witz! Ohne Scheiß! Ey, das tut mir ja selber weh beim Zugucken. Ich weiß nicht warum, aber hinten tut viel weniger weh als vorne, Alter. Ja, sag, willst du den letzten auch noch? Ja, Rücken oder so. Mäßig, kannst du auch noch eine hier drauf machen. Guck mal, wie der das will. Ich soll, sollen wir mal eine Wade machen? Hast du Bock drauf? Sag du an, ey. Nein, Rücken, komm. Ja, du musst. Du darfst entscheiden. Zieh gerade. Ich hab einen Pulli noch an, Glück für mich. Mach mal gerade den Rücken, was bist du denn für ein Gamer? Hey, so. Das ist doch nicht gerade, ja, okay, ja. Ich zieh das so extra schnell. Okay, gut. Okay, Leute, ich will nicht deinen Kopf treffen, deshalb muss ich so hochhalten. Ich mach runter. Mach. Digga, ich will Rücken, ne? Rücken ist schon hart ekelhaft. Ich schwör, das zieht so lang nach auf dem Rücken immer, ne? Anderes kompakt zusammengefasst. Der Anfangsschmerz, MP ist wieder da. Der Anfangsschmerz ist immer derselbe, aber. Ist das hier gesichert? Aber gut. Rücken zieht. Würde Waffen immer sichern, ihr wisst Bescheid. Rücken zieht immer viel länger nach, Alter. Ich weiß nicht warum. Ohne Witz, Alter. Oh, Alter. Rücken erstmal durchrenken hier. Das war's, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like, lasst gerne Abo da. Falls du nicht abonniert hast, kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Shop auschecken, nice Designs. In schwarz und weiß als T-Shirts, Pullover in orange, rot, blau, grün in 4 Camouflage-Farben, Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice. LED-Lampe gibt's auch noch, Leute. Handyöl, ne, war am Start. Orange, blau, rot, grün. Und gratis Autogrammkarte gibt's auch noch zur Bestellung dazu. Checkt aus, wenn ihr Lust habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Oder rein und ciao.